Hallo, heute berechnen wir die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2014-2, also aus dem Herbst, und rechnen wollen wir die Aufgabe Nummer 3. Bei der Aufgabe geht es um ein LKW oder ein Auto, das eine bestimmte Strecke zurückzulegen vermag und dafür eine bestimmte Menge Diesel verbraucht. Die Skizze ist verhältnismäßig einfach. Unser Auto legt seinen Weg zurück und dabei sind gegeben der Weg S 100 Kilometer. Die Geschwindigkeit von dem Pkw ist uns unbekannt oder Lkw. Das Einzige, was wir wissen, wenn 100 Kilometer zurückgelegt werden, verbraucht das Gefährt 8 Liter Diesel, also das Volumen sind 8 Liter Diesel und mehr ist uns zunächst nicht gegeben, außer dass das Vehikel einen Gesamtreibungswiderstand von FR, der sich aus Luft- und Rollreibung zusammensetzt, jedenfalls hier mit 600 Newton benannt wird. Gut, und das ist schon alles, was wir haben.